Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio, der einer zweiten Serie, wo wir Warptorio spielen. Wir sind hier immer noch auf demselben Planeten. Letztes Mal haben wir es geschafft, hier eine Entladestation für Züge reinzubekommen. Und ich denke, das wollen wir heute mal nutzen, indem wir von hier hinten Erze darüber bringen und dann hier auf der Seite eine Schmelze haben. Und ich denke, so wie es aussieht, das, was wir wahrscheinlich am ehesten zu wenig haben, ist Kupfer. Und dann Stahl. Wenn wir etwas mehr Stahl hätten, dann könnten wir wahrscheinlich irgendwann hier mal die Produktion von den Flächen. Ich glaube, an den gelben hapert es etwas. Und das liegt hauptsächlich an den Leichtbauteilen. Und bei den Leichtbauteilen, da liegt es am Stahl. Oder an der Geschwindigkeit. Wahrscheinlich an der Geschwindigkeit. Zwei Fabriken, die laufen durch. Aber wenn wir schauen, Leichtbauteile, die brauchen 20 Kupfer und 2 Stahl und 5 Kunststoff. Und ich denke, Kupfer, das wird uns zuerst ausgehen und dann Stahl. Aber machen wir doch zuerst mal hier noch eine Schmelze hin. Und ich kann eigentlich das hier kopieren. Hier. Ah. Hier habe ich gar nicht durchgemacht, wenn ich das hier kopiere. Einmal nach oben gehe. Und wenn wir das dann hier so platzieren, möglichst weit außen. Da werde ich etwas Stahl brauchen. Und ein paar Öfen. Nehmen wir da mal die Hälfte raus. Klau mir hier etwas Stahl vom Band. Und dann können wir hoffentlich das Schmelz-Setup da auf der anderen Seite bauen. Fehlt auch etwas hiervon. Und was danach kommt, sind diese hier. Haben wir, glaube ich, alle. Dann brauche ich auch ein paar schnelle Greifer. Da fehlt es dann an Eisen. Einige von den Beacons brauchen. Dafür brauchen wir einiges an Stahl. Und
bis wir das ganze Setup da zusammen haben für die Schmelze, kann etwas gehen. Darum denke ich, machen wir doch weiter, sobald wir hier unten fertig sind und uns effektiv dann um die Gleise kümmern können. Wir sind gerade dabei, die Gleise zu bauen. Ich befürchte, die werden nicht reichen, denn ich habe gedacht, wir zapfen das Kupferfeld an. Die Plattform, die mal hier war, habe ich nach hier unten verlegt, denn da kam zu wenig Kupfer raus. Und wir sind hier auch die Nordost-Plattform am Forschen für hier. Aber ich denke, wir können das Eisen, das wir hier haben, da nach unten ziehen und dann eventuell so eine Eisen-Stahl-Schmelze aufziehen. Aber was wir hier zuerst mal brauchen, ist ein Tor, damit wir hier mit dem Zug rauskommen. Und dann Tor. Und da gehen wir schön unter dem Eisenfeld durch und dann runter. Wir wollen hier keine Kurve, brauchen wir nicht. Und weil wir nur einen Zug haben werden, der hin und zurück fährt, müssen wir uns auch nicht darum sorgen, dass wir zweigleisig unterwegs sind. Und wieso gibt es immer eine Kurve? Wo gehen wir hier am besten durch? Vielleicht hier rüber, ja. Sind die Gleise alle und ich habe auch noch gar keinen Zug gebaut. Also das heißt, es geht zurück in den Keller, ein bisschen mehr Gleise bauen. Ich glaube, ich habe 100 gebaut und ich habe so das Gefühl, wir brauchen mindestens 200, bis wir da durch sind auf der anderen Seite. Und so wie es aussieht, mangelt es uns nun an Stein. Aber wir brauchen einen Stahlträger für zwei Gleise. Das heißt, hier sollte es nun ausreichen. Was brauchen wir denn für einen Zug? Wahrscheinlich Elektroton von der Lokomotive plus Stahl. 30.
Waggons habe ich hier oben noch zwei Stück. Da möchte ich aber gleich vier haben. Das heißt, wir brauchen noch zwei und einen mehr. Und dann gehe ich etwas mehr Gleise verlegen. Und ich weiß nicht, ob die sind meine Meinung. Ich habe ein paar gebaut. 38. Ob das ausreichend ist. Wir werden sehen. Das Feld ist nun fast vollständig aufgesetzt. Zumindest das Setup. Hier oben fehlen uns noch ein paar Miner. Die kommen da unten dann irgendwann. Und wenn wir hier in unsere Basis gehen, sehen wir, da steht ein Zug mit einem Signal vor der Entladestation. Und hier packen wir Kohle rein und dann können wir hier auch sagen, okay, Brennstoff, da warten wir 30 Sekunden zum Beladen und dann fahren wir zum Kupfer, bis das Inventar voll ist und setzen das Ganze auf manuell. Und sobald die 30 Minuten dann vergangen sind, dann sollten wir sehen, wie sich dieser Zug hier in Bewegung setzt, da nach unten. Und ich hoffe, das funktioniert, so wie ich mir das denke. Wir werden es gleich sehen. Fast. Er macht's einfach ohne. Ohne die Anhänger. Das heißt. Ja. Wir schalten hier mal auf manuell. Nehmen den hier raus. Ja. Scheint jetzt zu funktionieren. Brennstoff können wir mit Kohle füllen. Wir müssen nicht so super schnell unterwegs sein mit dem Festbrennstoff, der etwas besser ist als die Kohle. Sind wir super schnell unterwegs. Ich denke, das ist gar nicht nötig. Wir werden sehen, wie schnell wir sind, wenn wir hier ja, ich denke, diese Geschwindigkeit ist immer noch schnell genug. Und dann wird hier mal beladen. Und inzwischen habe ich auch die Miner fertig gebaut. Ja, hier brauchen wir noch einen Strommasten mehr. Und wie sieht's? Genau, schon wieder voll. Und dann geht's ab in die Basis, wo wir dann zuerst die 30 Sekunden warten. Vielleicht können wir es auch auf 9 oder 10 verkürzen. Und wenn der Zug dann hier drüber fährt, sollten die Waggons entladen werden.
Bum, bum, bum. Yep. Das Ganze landet hier unten und wird da entladen. Und dann können wir nämlich hier sagen, okay, das machen wir andersrum. Wir bringen das hier so runter. Und natürlich fehlen uns da genau zwei blaue Fließbänder. Hier oben habe ich noch was. Hier. Das hier so durch und das sehen wir. Okay, der nächste Level. Was wollen wir denn als nächstes forschen? Machen wir doch einfach auch die letzten beiden verbleibenden Ecken noch durch. Und dann führen wir Kupfer hier mal so rüber. Hier einen Teiler mit bevorzugtem Eingang rechts. Machen wir den hier dran. Das heißt, wenn wir von da kein Kupfer bekommen, dann holen wir es von dieser Seite. Und dadurch sollten wir hier nach unten jetzt ein volles blaues Band bekommen. Hier ist immer noch etwas wenig, aber ich denke, summa summarum haben wir jetzt mehr Kupfer. Wir können hier noch etwas abzweigen. Für was wir das dann auch immer brauchen. Dann hier auf dieser Seite möchte ich dann eigentlich genau gleich eine Schmelze hinstellen. Das heißt, der kommt dann dahin. Wir hier noch eine Schmelze platzieren. Sobald wir hier das weggeräumt haben. Wieder einiges fehlen. Und da unten kommt dann Eisen raus und das werden wir zu Stahl verarbeiten. Zumindest einen Teil. Aber erst brauche ich noch das Eisen für mehr Untergrundbänder. Hier noch anschließen können. Ein paar Öfen. Dann
natürlich überall noch an Beacons. Und diversen anderen Gerätschaften. Aber das sollte sich ja alles erledigen lassen. Oh nein, die blauen Chips, die möchte ich eigentlich, die grünen möchte ich eigentlich nicht von Hand craften. Brauche ich noch mehr Eisen? Denn wir brauchen Untergrundbänder. Und dann brauche ich Stahl für die Beacons. Von denen uns 31 fehlen. Das heißt, das wird auch hier wieder ein bisschen dauern, bis wir da alles haben. Stahlkissen, dann hätte ich das Gefühl, gehen wir doch in den Keller. Kopieren das hier mal. Das hier so darunter. Hier brauchen wir sowas, weil ein Teil das muss ausreichen, denn dann haben wir hier die Hälfte geht in für Stahl hin und die andere Hälfte können wir anderweitig verwerten. Gut, das heißt, nun heißt wieder warten, bis die ganzen Ressourcen durch sind. Und wir das da unten fertigstellen können. Und dann können wir hier oben das Eisenfeld anschließen. Das Eisen hier drüben reingeben. Und dann zumindest hier auf dieser Karte das Eisen so reinbringen, denn das nächste Eisenfeld ist hier unten, ist etwas weit weg für meinen Geschmack, oder dann hier oben. Und wenn wir die Verschmutzung sehen, da auf dieser Seite sieht es ja eh schon nicht so gut aus, weil das ist die sandige Seite. Da verbreitet sich die Verschmutzung ziemlich schnell aus. Auf dieser Seite haben wir eher Grünland und Wald, was uns entgegenkommt bei der Ausbreitung der Verschmutzung. Aber wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt hier und hier
auch schon die Gleise platziert. Ich denke, weil wir hier unten ja etwas Ölverarbeitung haben, konzentrieren wir uns eher, dass wir hier oben unseren Eingang reinbekommen. Und dann... ja, ich sehe da ein Problem, denn wir laden hier nur hier aus, sprich, es wird nur die Kiste geleert. Die. Wir leeren die Kisten zu wenig schnell für das, was der Zug anliefert. Ist ja kein Problem, denn wenn der, das bedeutet ja im Wesentlichen, wir haben mehr Ressourcen, die geliefert werden, als was wir verbrauchen. Hier fehlt es mir wieder an den roten und dann die grünen, die kommen dann sicher auch gleich wieder mal. Hier einfach so rumstehe und warte, bis ich da die nächsten paar Beacons bauen kann. Und ja, ich baue das mal fertig und dann denke ich, sind wir danach auch schon am Ende von dieser Folge.